So, ich gehe mal nochmal kurz drauf ein. Du musst das nochmal wissen, dass es zwei. Hast du wieder mal kurz mich am Rauschen? Ja, weil das hast du jetzt nicht, habe ich nicht gehört. Jetzt hörst du mich jetzt? Ja? Okay, also fange ich nochmal an. Das heißt dazu, wenn wir von nichts reden, müssen wir wissen, wir haben zwei Nichts, ein vorgestelltes Nichts und das absolute Nichts. Das vorgestellte Nichts entsteht durch etwas. Wir machen unsere Nulllinie, die wir uns jetzt ausdenken. Und jetzt ist es so, immer wenn der Wasserberg auftaucht, ein Wellenberg auftaucht, den wir jetzt einfach mal ausgedachterweise ein gewisses Volumen, eine gewisse Kubikzentimeter von Wasser uns denken, entsteht im selben Moment ein Wellental. Das heißt, mit dem Etwas entsteht ein Wellental, das dasselbe Volumen hat, bloß wo nichts drin ist. Das ist ein Nichts, das mit einem Etwas verbunden ist. Das ist immer unser Plus und unser Minus, wo ich sage. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt keinen Berg ohne ein Tal. Und dann haben wir ein absolutes Nichts, das wäre jetzt die Nulllinie. Die ist aber nicht denkbar. Es gibt keine Null. Sobald wir unsere Nulllinie denken, haben wir ja schon wieder einen Hintergrund. Der wäre dann das Nichts. Also musst du wissen, dass das wirklich aus dem Nichts entspringt. Das haben wir in der Vakuumfluktuation. Die Fluktuation ist praktisch Wellen aufschmeißen. Das ist dann immer wieder, wo die sagen, aus dem Nichts muss Energie drin sein, was die Wissenschaft nicht fasst, weil diese Energie ist dieses Nichts. Und da entsteht dann etwas, immer ein Teilchen. In der Wissenschaft heißt es ein Teilchen und ein Antiteilchen. Das ist unser Plus 5, Minus 5, wo ich immer sage im HWH. Ja. Das ist das Erteilte, das wäre in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Jetzt habe ich gesagt, dass du also das Leben selber, das du erlebst, der das Leben erlebt, ist was anderes wie das, der, was erlebt wird. Das, was erlebt wird, unterliegt einem ständigen Wechsel und der es erlebt, der ist immer dasselbe, der verändert sich nicht, das ganze Leben nicht. Jetzt ist es also so, dass wenn wir hier, um auf das letzte Gespräch zurückzugreifen, wenn ich jetzt sage, das, was du Leben nennst, ist deine Unterhaltung. Jetzt ist aber die Unterhaltung, was ist das Gegenteil von der Unterhaltung? Ich sage dann so ironisch, das ist die Überhaltung. Der normale Mensch wird sagen, das ist die Langeweile. Aber die Langeweile denkst du dir jetzt schon wieder als Nulllinie. Aber die Nulllinie, die du aufspannst, ist die Langeweile, die dauert immer nur eine Weile und du ziehst es in die Länge, wobei das eigentlich die Ewigkeit ist, das ist ein Punkt. Und wenn ich jetzt die Computermetapher nehme, ich gehe jetzt mal nochmal, wie präzise, ich habe das letzte Mal gesagt, mit jedem Wort mache ich dieses Still mit Hebräisieren und Deutsch. Wenn wir jetzt einmal den Computer, den ich setze, als diesen ewigen Geist, da der 200 Gramm rote Gnede, er verändert sich ja nicht im geringsten als Ding an sich, wenn dort ein Film läuft oder wenn du irgendeine Datei laufen hast. Die Software verändert nichts an dem Computer, sie verändert nur die Funktionen von dem Computer und damit die Bilder, aber die Hardware bleibt als Ding an sich vollkommen gleich, egal welchen Film du laufen lässt, welches Programm das läuft. Es sind immer nur Veränderungen in der Software. Wenn wir uns jetzt die Wörter von Software und Hardware anschauen, das machen wir jetzt mal schnell, indem ich dir den Bildschirm übertrage. Gehen wir jetzt so ganz kurz nochmal rein. Wir machen mal das Wort hart. Habe ich jetzt. H-A-R-D. So wird ja im Englischen das Wort Hardware geschrieben. Ich mache mal weg, um mal kurz das Song, dann kommt wieder raus. Ja. So, jetzt ist es wieder weg. Sonst haben wir ein rechtes Rauschen drauf. Wenn du, hörst du das auch? Ja, das ist immer mal. Wird es dann laut von dir gehen, wenn du das merkst. Schau her, jetzt Alles habe ich klar. H-A-R-D angeschrieben. Ja. Da steht jetzt, das ist ein Interrogativ. Jetzt ist natürlich Ja. immer wieder die Frage, was ist ein Interrogativ? Das ist Rogativ im Lateinischen heißt schlichtweg eine Frage, Rogatio. Und ein Okay. Interrogativ, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, heißt das eigentlich eine innere Fragestellung. Die Befragung, die Anfrage, die Frage. Die Frage ist natürlich immer, wen fragst du? Kommen wir doch zu den Das drei ist ja Fragen. das ARD rein zufällig, ist ja unser erstes Programm. Ja. Die Ja. ARD, wenn einzelne. Wir haben eine Quintessenz und diese Quintessenz erzeugt das erste Programm. Ich mache jetzt da so Bilder, die offensichtlich nichts damit zu tun haben. Und das ist hier nicht schön formuliert. Das heißt, ich gehe hinab, hinunter, Fragezeichen ist satzweise, heißt es eigentlich, werde ich hinuntergehen? Gehe ich hinunter, Fragezeichen? Werde ich hinabsteigen? Das heißt eigentlich in das Nichts, das ich selbst bin. Ja. Das ist die Hardware. Das ist jetzt immer noch eine Frage, habe ich es verstanden? Ich Ja. nenne ja den Computer, die Hardware setzt sich als Geist. Ja.
Habe ich schon begriffen, dass ich dieser Geist bin, dass ich jetzt wieder bloß ein symbolisches Bild für mich setze? Genau. Ob ich jetzt sage, ich bin ein Geist, das ist schon wieder ein Gedanke, der vergänglich ist. Oder ich bin ein Computer oder 200 Gramm rote Knete. Ich weise immer darauf hin, dass das Rot, wenn ich Rot sage, ist etwas, was nicht bildlich oder gedanklich vorgestellt werden kann. Eben weil es ewig ist. Alles, was du denken kannst, ist was Existierendes und das Existierende wird schon mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört, umgeformt. Ja. Jetzt machen wir dazu, brauchen wir die Software. Okay, dann machen wir einfach mal Soft. Das beginnt ja mit S-O-B. Da haben wir jetzt erst einmal hier unser Sub. Ja. Das ist das Ende. Und jetzt wird es interessant, wenn ich jetzt da ein T, das Soft dranhänge, dass wir das Wort Soft kriegen. Jetzt kriegst du raumzeitlich aufgespannte Erscheinung. Ja. Und das ist jetzt hier, das T wandelt bei mir in der Haum, ist der Sturmwind. Ja. Aber stur heißt wild widerlegt, ungeordnete Gestaltwerdung des blauen Geistes, weil Wind heißt ja auch Geist. Ja. Merkst du, dass selbst hier die Worte ganz präzise darauf hinweisen? Absolut, ja. Das heißt übrigens dann auch ihr Ende in Bezug auf die Frau. Ja. Weibliches T, Suffix. Ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, dieses Spiel, frage ich mich dann immer, wo sind eigentlich deine Probleme? Die Probleme sind hier und jetzt in deinem Kopf, weil das Problem aller deine Scheiße das Vorgelegte. Du kriegst ständig was vorgelegt und jetzt könnte ich wieder sagen, das Einzige, was du zu lernen hast, ist, dass du vor nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Angst hast. Und dass du dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Ja. Das bringt dich in den Zustand, der du ursprünglich bist, den du vergessen hast. Ja. Dass ich immer wieder sage, was soll dir ein absolutes Nichts, ein ewiges Nichts Angst haben? Dass es zerstört wird, das geht nicht. Es ist ewig und es ist nichts. Und um das nochmal aufzugreifen, wenn ich jetzt abstrakt werde, da wird natürlich der, der physikalische Grundlagen nicht hat, wenn man diese berühmte Einstein-Formel nimmt. Ich mache mal die klassische E ist mt Quadrat. Das heißt, die Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ich habe zu oft gesagt, das ist der träumende Geist und der träumende Geist, den wir uns jetzt symbolisch für uns selbst setzen, ist eigentlich nichts, was du denken könntest. Ich könnte jetzt dich wieder fragen, was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Der normale Mensch denkt dann an einen Trockennasen auf dem Körper, der da liegt, der eingeschlafen ist und der Bilder sieht. Das ist aber nicht der Körper, der da liegt, den du dir ausdenkst. Das ist der Geist in dem Kopf, der in seinem Kopf ständig Bilder austauscht. So definieren wir ja Träumen. Aber dieses ausgedachte Träumen ist immer wieder verbunden in unserer Logik mit einem Menschen, der da ist. Ich könnte jetzt sagen, der sein Bewusstsein verloren hat, aber das ist ja Blödsinn, weil du benötigst ja Bewusstsein. Bewusstsein ist ja das, was schaut. Ja. Das Bewusstsein ist das, was alles erlebt. Also kannst du das Bewusstsein gar nicht verlieren, nicht einmal in einer Ohnmacht. Ich kann einem Menschen, der ohnmächtig ist, Bewusstlosigkeit zusprechen. Aber das kann ich an Stein auch zusprechen, weil das Gedanken sind. Ich sage dir doch immer wieder, Informationen von dir haben keine eigene Empfindung. Die werden immer so, wie du sie dir ausdenkst, das gibt es nur für deinen eigenen Körper. Ja. Du bist das Bewusstsein, rot geschrieben. Du bist ein reines, wahrnehmendes Nichts, das ständig seine ständig wechselnden Informationen wahrnimmt. Ja. Die sich aber nicht von A nach B bewegen oder durch die Zeit wandern. Das ist die 200 Gramm rote Knete oder der Computer, der seine Bilder austauscht. Das, wenn verstanden ist, hat man keine Probleme und keine Angst mehr von nichts und niemandem. Das ist das, was ich dir erzähle, ist letztendlich, dass du ewig bist. Ja. Die Andrea ist es nicht und der Udo ist es auch nicht und der, der jetzt das Gespräch anhört, der vom Computer sitzt, ist es auch nicht, weil das alles Gedanken sind, die schon wieder weg sind, wenn sie nicht mehr gedacht haben. Genau. Jetzt musst du dich bloß fragen, verdammt nochmal, was ist da in mir drin, dass ich das einfach nicht wahrhaben will. Das nicht verstanden. Es ist deine eigene Erinnerung. Fehler, es ist die fehlerhafte Logik. Es ist für mich jetzt, wenn ich jetzt wieder normal raumzeitlich rede, hochinteressant jetzt mit den Handvollbröseln, mit denen ich zu tun habe, in denen ich aufgetaucht bin, die den Udo auch unter anderem persönlich kennen, dass ich feststelle, immer die berühmten 20, 25 Jahre, wo ich erwähne, ich betone, ich rede jetzt ganz bewusst in einer raumzeitlich funktionierenden Logik. Dass so einfache Sätze, die ich wiederhole, dass die den Wesentlichen kann, gar nicht begreifen. Es dreht sich alles um dieses Ego, um dieses Programm, das ich versuche, das so programmiert ist, dass es nicht zerstört wird.
Und die Vergessenheit ist unheimlich wichtig. Es geht ja nicht um Wissen. Wenn ich jetzt die ganzen Offenbarungen zum Beispiel nehme, wenn die jetzt gelöscht werden aus dem Internet, wäre mir das vollkommen gleichgültig, weil das genauso ein Gedanke, eine Information ist, die für die nächsten Gedanken wieder gelöscht werden muss. Ja. Der größte Fehler des normalen menschlichen Denkens ist, dass er meint, er müsste was für möglichst lange Zeit am Leben erhalten. Das war dieser Anspruch jetzt in der Medizin. Da müssen wir in Detailfehler müssen wir gar nicht reingehen. Die Widersprüche, die in sich selbst eigentlich klar werden müssten, ohne irgendjemanden, den ich jetzt mir ausdenke, anzuklagen. Das ist die Scheinheiligkeit, die man sich selber einredet. Das ist wirklich nur eine Scheinheiligkeit. Letztendlich ist alles ein Akt des Egos. Ja. Und das Ego meine ich jetzt nicht unbedingt was Negatives, da kann auch die positiven Sachen. Das Wort Ego, wenn ich jetzt als Konstrukt werde und Interpretationsprogramm sehe, es ist eine ganz wertfreie Beschreibung von dem, was ist. Wenn man jetzt Ärzte zum Beispiel nimmt, die größte Angst in einem Arzt wäre eigentlich, wenn keine Krankheiten mehr da sind. Was er aber vorgibt, dass er das ausrotten will oder dezimieren will, so gut wie es geht. Oder die Pharmaindustrie. Das ist eine einzige Lüge, das sind alles Lügen. Das ist jetzt mit dem ganzen Klima zum Beispiel. Man pusht sich rein und merkt gar nicht diese extremen Oberflächlichkeiten von Zahlen und Werten, die man einfach nur geistlos nachplappert. Mit Holofeeling ist es eh vom Tisch, weil ja nicht einmal eine Erdkugel existiert, wenn du die nicht denkst. Es ist auch nicht überprüfbar. Ich kann immer wieder nur sagen, der Erste sagt Sachen, die du sofort, wenn du die Gedankengänge mitgehst, überprüfen kannst. Jedes Kind kann das überprüfen. Der Zweite glaubt an Sachen, ist sich hundertprozentig sicher, er wähnt sich im Wahn hundertprozentig sicher, dass das, was ihm logisch erscheint, richtig ist. Jetzt behauptet der Erste etwas, was du sofort überprüfen kannst. Und das widerspricht der Logik des Zweiten. Das ist für den Zweiten unlogisch. Und es ist es hochinteressant, dass man der Logik, obwohl man die nicht überprüfen kann, mehr vertraut, wie dem, was man überprüfen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wo war jetzt die ganze Zeit das Bücherregal hinter der Andrea, wenn du das Andrea-Programm laufen hast? Da. Das war nicht da. Durch das Ansprechen denkst du dir das jetzt aus, dass das Jetzt hinter dir kommt ist. Das ist so. natürlich auch eine Information. Deine Logik sagt jetzt, als normaler Mensch, selbstverständlich ist der Gedanke, den ich jetzt denke, den ich mir irgendwo hindenke, auch dann da außen, wenn ich nicht dran denke. Und das gilt, deine Logik suggeriere dir, dass das hundertprozentig sicher ist. Ich erwähne immer wieder, Holofeeling ist das Einzige, was hundertprozentig sichere Fakten zum Denken benutzt. Das entlarvt jegliche Form von Religion oder Esoterik als eine riesengroße Selbstlüge und Narretei. Zweite Gebot. Zwar erstes und Ja, zweites gibt. Mach dir kein Bild von dir selbst. Das heißt, in dem Moment, wo sich dieses absolute Nichts, das wir Gott nennen oder Energie nennen, El Hayom, als Symbol Gottes Meer, im sechsten Vers hast aufgespannt in ein Oberhalb und in ein Unterhalb teilt. Das ist die erste Art, Unterschiede zu erschaffen und es mündet dann im Vers 26, 27 in den Adam. Gott erschafft sich zuerst einmal als ein Adam. Und immer daran denken, dass ich jetzt diese Schöpfungsgeschichte, diese sieben Schöpfungstage, das in dem Adam gipfelt, dass das keine chronologische Aufzählung ist, sondern das ist der erste Komplex, das erste Chat, weil der Adam als Ding an sich muss ja, so wie du dir den ausdenkst, in ein Medium reindenken. Genauso ist es. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man jetzt diese Tiere, wenn Himmel oder das Hell und das Dunkel gemacht werden, das sind zuerst einmal Bewusstsein und kein Bewusstsein. Ich will jetzt da nicht, weil das wird jetzt wieder extrem ausufern, oder die Tiere, wenn dann kommen, die verschiedenen Arten, die vor dem Menschen erschaffen werden. Das ist auch ein Blödsinn. Das ist Chia, ist Leben. Das, was da steht, das sind Lebendigkeiten. Es geht hier um verschiedene Lebendigkeiten, das hier nur symbolisch dargestellt ist. Wenn man mal die Worte genauer anschaut, was da eigentlich erschaffen wird an Tieren, und dann kommt der Adam und jetzt kommt das zweite Kapitel. Wir brauchen zuerst eine These. Das ist dieses abstrakte Erschaffen des Adams. Dieser Adam ist ja, wie wir wissen, Denker und Ausgedachtes und diese beiden, es ist nicht Mann und Frau, wie es dargestellt wird, sondern eigentlich immer wieder ein Geist, ein träumender Geist. Und jetzt ist es ganz, ganz interessant, dass also erst dann im zweiten Vers kippt das Ganze um und jetzt steht da, ist der Adam das Erste, was er schafft. Und worum es mir jetzt geht, um den ersten Vers, mach dir kein Bild von Gott, heißt eigentlich, mach dir kein Bild von dir selbst. Das umgeht
dieses El Hayom, UB ja. 86. Ja. Alles, was auftaucht, ist er selbst. Ganz genau. Einfach, alle Wellen, die entstehen, egal wie man die jetzt nennen, welche Formen die haben, ob man die Tiere, Steine oder Gegenstände nennen, sind letztendlich Facetten von ihm selbst. Es ist seine Form. Ja. Die Form, die aus dem Nichts entspringt. Wenn ich jetzt die Einstein-Formel nochmal nehme, ja. diese Energie ist M mal C Quadrat, haben wir zwei Parameter, nämlich das M und das C Quadrat. Das C steht für Licht. Ja. Ja, zwei Lichter. Ja. Es ist Licht und es ist Licht. Das ist einmal das rote Licht. Ich sage mal, die Lampe im Projektor in meinem simplen Beispiel, das du ja niemals sehen kannst. Und ja. dann das Licht, das auf der Leinwand erscheint, mit der Sonne, die angeblich dann das Ganze beleuchtet, was ein Blödsinn ist. Schau, das ist auch so ein Satz, wenn ich sage, wenn du jetzt dir einen Film anschaust und ich mache es krasser, wenn du VR-Brille hast ja. und du schaust auf die VR-Brille. Du mhm. siehst eine wunderschöne Landschaft. Mhm. Die Sonne, die mit deiner bisherigen Logik angeblich hundertprozentig sicher bewiesen diese Erde beleuchtet, die ist auf einer Leinwand, ist die bloß eins von vielen Facetten, hat mit dem eigentlichen Licht, mit der Lichtquelle der Lampe im Projektor, beziehungsweise hier der Energiequelle, die deine VR-Lämpchen auf der VR-Brille anleuchtet, überhaupt nichts zu tun. Es ist ein okay. komplett anderer Bereich. Absolut. Und damit werden dann alle Probleme eigentlich gelöst. Ja. Es ist dieses Grundkonstruktprogramm, das du hast, dieses heliozentrische Weltbild, ist der erste Fehler. Ja. Die Welt ist genauso wenig WLD. Wir wissen ja. das, wenn wir es separieren, das Brandopfer, der polare Rand, den du von ja. Augenblick zu Augenblick opfern musst. Die Welt wird erst einmal das sein, was du glaubst, dass sie ist. Es ist eine Vorstellung von dir, die abhängig ist von deinem Schwamminhalt, von deinem Wissen. Ja. Und was jetzt natürlich immer ist, dieses mangelnde Selbstbewusstsein zwingt, dein Ego zwingt dich ständig dazu zu glauben, das Wissen wird richtiger, wenn viele Menschen, die du dir ausdenkst, das glauben. Dass okay, du ständig eine Bestätigung haben willst als normaler Mensch, eine Bestätigung haben willst, das war jetzt übrigens schon wieder Ego, das sich verteidigt. Nein, ich nicht. Ich habe gesagt, das ist nur einer, habe ich gesagt. Ach so, das jetzt ist nur einer. Nein, habe ich falsch verstanden. Aber normalerweise, nein, bei mir ist das nicht so. Das wäre schon wieder Ego. Das ja. heißt, dein Ego ja. zwingt dich durch das mangelnde Selbstbewusstsein, dass du eine Bestätigung haben willst. Das heißt, du meinst, das ist erst dann richtig, wenn das viele Menschen glauben. Aber das ist ein Trugschluss. Jetzt gehen wir in unsere geistigen Archiven. Das heißt also, wenn ich in die geistigen Archive reingehe und ich denke mir jetzt einmal um mich herum eine Zeit, die ich mir jetzt bewusst in die Vergangenheit denke, die wird jetzt von mir gedacht, ist Wissen. Dass die Menschen glauben, sie sind auf einer Scheibe, das habe ich so oft gesagt, immer wenn was vollkommen Neues kommt, sind genau die, die sich so sicher sind, hundertprozentig sicher, dass sie recht haben, weil sie alles logisch erklären. Wir sind jetzt übrigens auch, wenn du ins Internet einmal auf YouTube gehst und du schaust dir die Flat so an, die wieder glauben, die Welt ist doch eine Scheibe, dass die das alles beweisen, aber mit extrem trügerischen logischen Systemen. Genauso wenig wie die andere Seite, die glaubt, die Welt ist eine Kugel, an ihrer Kugelvorstellung festhalten. Es ist dieser alte Trick, das vollkommen neues Wissen, der Sprung von einem minderwertigen Betriebssystem vom Basic zu logisch, alle höherwertigen Wissenselemente, die vollkommener sind, unlogisch erscheinen lassen. Ja. Man hält jetzt an seiner extrem trügerischen Vorstellung, das ist doch hundertprozentig sicher bewiesen. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du wirklich meinen Maßstab von 100% Sicherheit ansetzt, dann ist jegliche Form von religiösem Wissen vom Tisch, das sehr wichtig ist in Form von symbolischen Bildern. Aber nicht so, wie das ausgedacht wird. Es ist jegliche Form von Esoterik weg. Wenn ich immer sage, wenn die von Schwingungen und höheren Dimensionen reden, die wissen gar nicht, was sie reden. Die bauen mit anerzogenem Wissen eine Vorstellung auf und die meinen, sie hätten mit diesen Vorstellungen nichts zu tun. Aber was die Wörter letztendlich bedeutet, das kriegst du erst mit Holofeeling. Weil jetzt gehst du in die Programmstruktur. Da wird dir dann klar, warum das und das auf dem Bildschirm passiert, weil da ein rein arithmetischer Prozess abläuft. Und das funktioniert immer alles richtig. Es ist die Gefühle, die man sich reinhämmert, die entstehen alle nur durch Interpretationen. Ja. Es ist, ich sage immer wieder dann drum, gibt es ja in deiner Welt diese Art von Perversionen, die Leute, die Glücksgefühle haben, wenn sie geschlagen werden, oder all das ganze mögliche Zeug, wo man dann sagt, der ist pervers, der ist verkehrt, der ist umgedreht. Das ist bloß wieder eine andere Logik. Ich habe schon mal gesagt, wenn du Bügel kriegst, müsstest du einfach die Freiheit haben, ein Masochistenprogramm einzuschalten und dann hast du Glücksgefühle. Aber das fällt dir halt, weil dir diese Programme fällen. Ja, du brauchst die Programme dazu. Doch immer wieder, jetzt hast du mal nicht,
nicht die Reizauslöser oder irgendwas verändern wollen, sondern das Programm erweitern. Darum ist immer, das ist wichtig, das Wertvollste, was du besitzt, sind deine Märchengeschichten und die Sprichwörter. Und die Zeitgeschichte ist eine Märchengeschichte. Märchengeschichten heißt, es geht nicht um die Dinge, die dargestellt werden, sondern um die Metaphern, um die symbolischen Bilder. Dasselbe bei den Sprichwörtern. Das hört man, das hast du schon tausende Male gehört. Aber jetzt ist irgendwann einmal an der Zeit, dass ich sage, gib mir die Kraft, das zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Und das zu verändern, was ich verändern kann. Und was du verändern kannst, ist dein Programm. Aber was dir fehlt, ist genau all das, was du bekämpfst oder das, was dich bisher überhaupt nicht interessiert hat. Jo. Das sind alles Wissenselemente, die zur Vervollkommnung deines Programms gehören, bis du heranwächst, bis du selbst das Internet bist, wo sich alles befindet. Das ist das Göttliche. Ich bin im Kopf. Aber das bist du doch schon. Kannst du was werden, was du schon bist? Wenn du das jetzt aber laufen bist, kannst du nichts erleben. Darum spielst du eben diese unendlich vielen Rollen durch im Hier und Jetzt. Und das ist ja rudimentär in jeder Religion. In den asiatischen Religionen die Reinkarnationen. Ich sage, das ist unser Bücherregal. Aber da kommen nicht nacheinander. Die Leben kommen niemals nacheinander. Erinnere dich wieder, schau dein Bücherregal hinter dir an. Alle Bücher sind gleichzeitig. Da gibt es nichts zu diskutieren. Du kannst dich jetzt in diese Kollektion reinzoomen, indem du zuerst einmal ein Buch nimmst. Sobald du das Buch anschaust, siehst du das Bücherregal nicht mehr. Es ist dann hinter dir, auf einer, eigentlich unter dir, die tiefere Ebene, wo wir das Buch hochholen. Jetzt hast du aber viele Seiten. Dann hast du bla bla bla, bis wir dann irgendwann einmal zu den Worten kommen, wo jedes Wort nochmal eine Unmenge von Vorstellungen erzeugen kann, die aber schon festgelegt sind durch den Kontext. Ja. Ich wiederhole mal nochmal meinen Krebs. Das heißt, wenn ich jetzt nur das Wort Krebs nehme, dann ist das erst einmal der Blackbox. Was meine ich? Die Krankheit, das Sternzeichen, das Schalentier. Aber dieses Krebs, das in dir auftaucht, kommt doch aus einem ganz bestimmten Buch, aus einem Medizinbuch, aus einem Astrologiebuch, das ja im selben Moment da ist. Das heißt, es ist eigentlich schon durch die tiefere Schicht festgelegt. Ja. Was jetzt hier ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in die reine Arithmetik, die Berechnung von Musiksignalen gehen, diese, was ich oft gesagt habe, die Fourier-Transformation, eine sehr komplexe Sache, musst du auch nicht wissen, was mir wichtig ist. Ich habe mal behauptet, dass in einem Triangelschlauch, der auftaucht hier, ist eigentlich schon ganze Symphonie drin, weil dasselbe wie ein Wort Krebs ist. Wenn du was hörst, kommt es ja aus einer gewissen Datei, die eine Stufe tiefer liegt. Das Geräusch wird ja gar nicht auftauchen. Es kann dasselbe Geräusch aus verschiedenen Dateien auftauchen, so wie das Wort Krebs aus verschiedenen Büchern auftauchen kann. Ja. Die Bücher hast du aber nicht in der Hand, die sind nicht außerhalb von dir. Das ist die Grundlage, das ist das im Arbeitsspeicher, was ich nenne. Dann bist du da verbunden und das Kollektiv zurzeit auf einer tieferen Ebene ist das dann mal das heliozentrische Weltbild. Ja. Das heliozentrische Weltbild macht diesen zeitlichen Wechsel möglich. Ja. Das ist mal ganz, wenn ich immer sage, hell und dunkel wechseln sich nicht ab. Es kommt auch nicht Regen und Sonnenschein. Es ist immer alles gleichzeitig. Das kannst du schon nachvollziehen, wenn du in deinem heliozentrischen Vorstellungsbild dich einfach erhebst und die Sonne und die Erdkugel dir ausdenkst, wie die von der Sonne angestrahlt wird. Egal, wie sich noch was dreht, ob sich jetzt die Erde um die Lichtquelle rumdreht oder die Erde sich um die Achse dreht, du wirst feststellen, es ist immer die Seite, die dem Licht zugewandt ist, hell und die andere dunkel. Es gibt keinen Wechsel von hell und dunkel. Der Trugschluss beginnt in dem Moment, wo du dich als Trockennasen auf diese Oberfläche der Erdkugel setzt. Aber das sind alles Vorstellungen. Ja. In Wirklichkeit bist du aber der Mittelpunkt. Ja. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, das, was ich dir sage, ist wichtig. Mhm. Es gibt nichts Wichtigeres. Ja. Und ich sage das nur den, der mich jetzt sprechen hört. Das ist der Einzige, der mich interessiert. Alles andere hat keine Überlebenschance. Nein. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du schon ewig. Das ist keine Drohung. Was ich dir sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das anfängst, dich dafür besser zu interessieren, wenn ich mir schon die Mühe mache, als Brüssel in dir aufzutauchen. Das heißt in mir selbst, weil ich ja eigentlich auch du bin. Es ist dieser Satz, alles, was du deinen Nächsten tust, tust du dir selbst, weil du alle Rollen spielst. Da ist nur ein Geist. Wenn mir das wichtig nochmal nimmer, da habe ich immer wieder, weil ich das Dick-Letzting gemacht habe, ich tue mir nochmal den Bildschirm schnell einschalten. Das ist jetzt erst einmal wie ich. Ja. Da können wir jetzt mal, wir machen einfach mal WIH, mal schauen, was da drin steht. Jo. In meiner Vergesslichkeit. Das ist erst einmal und Gott. Das ist
die doppelt aufgespannt rot geschrieben ist, dieses plus minus 5 ist gleich 0. Ja. Die verbundene göttliche Quintessenz. Da haben wir die Verbindung, die Vereinigung von Gott in deiner Quintessenz, das ist unser rotes Haar. Ja. Das ist wie, und jetzt kommt ich, da mache ich ja immer den JCH. Ja. Dieses JCH, das Ich. Das ist das göttliche Kollektiv. Ich mache das, hier ist es mit einem I geschrieben, ich mache das immer mit einem J. Ja. Dieses JCH, das ist ein Symbol, es hat nie einen Jesus gegeben. Jesus, der Christus, der Buddha, das sind alles Märchenfiguren. Das bist du, wenn du dich wieder erinnerst, was du bist. Okay, genau. Wenn ich jetzt schon sage, wichtig ist, wie ich, dann mache ich das dick. Mache ich normalerweise mit einem Kaff hinten. Aha. Das ist das Erste und das ist der Mittelste, der Mittelpunkt. Ja. Das bist du. Das ist wichtig, dass du das begreifst. Du bist immer die Mitte und alles, was du um dich herum ausdenkst, erinnere dich, wenn ich früher mal wieder gesagt habe, denk jetzt an deinen Schädel, dann hast du vor dir deine zwei Augen, über dir die Haare. Und in dem Moment, wo ich sage, jetzt denk das Zimmer um dich herum, was ist vor dir, jetzt denk dir, was hinter dir ist, dann kannst du nach rechts und nach links schauen, nach oben, nach unten schauen. Aber in dem Moment ist der Schädel und die Augen schon wieder weg. Jetzt ist die Frage, wenn keine Augen da sind, mit was schaust du das eigentlich an? Ich könnte jetzt auch sagen, wenn du an deinen Schädel, an deine Augen denkst, die vor dir sind, der sich das anschaut, ist ja dann hinter den Augen, weil du denkst ja die Augen vor dich hin. Jetzt wird es dick, aber in dem Wort wichtig, wird mit einem G geschrieben im Deutschen. Das ändert aber an der Sache nichts. Das ist ein immer Dasein der göttliche Geist, weil der nämlich im Mittelpunkt ist. Ja. Das ist die Sprache. Die Vatersprache ist ein Programm. Und jeder, der das vernachlässigt, und jetzt kommt natürlich schon wieder das Problem, dass mir hier wieder, was ich am Anfang gesagt habe, zurückblättern. Solange du kein Selbstbewusstsein hast, legst du immer noch Wert darauf, dass du die Bestätigung von deinen Mitmenschen bekommst. Das heißt, du willst eine Bestätigung von einem Gedanken, den du dir denkst. Aber ein Gedanke, den du dir denkst, der kann bloß so sein, wie du in dir denkst. Oder wann begreifen das die Menschen endlich? Du musst der Erste sein. Okay. Du musst der Erste sein. So wichtig werden, wie ich dich bin, wichtig bin, das heißt, du musst ich werden. Darum beginnt das ganze Spiel mit Ich bin du. Das bist du eigentlich schon. Und den Rest musst du deine Rolle spielen. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und wo führt es dann hin, wenn man diesen Weg des Jesus geht? Ins Zentrum vom Kreuz. Denk an unser Fadenkreuz. Da, wo die Patrone, der Patron, der Vater sitzt. Genau im Mittelpunkt. Dann bist du eins mit dem Vater. Du merkst, selbst solche Kleinigkeiten sind Bilder. Das hört man und es ist begriffen. Da müssen wir nicht reden, es ist begriffen. Ist es verstanden? Du kannst bloß merken, wieder des Wissens, das du jetzt begriffen hast, schert sich deine Logik an Dreck drum. Ein Dreck drum in Alltagssituationen, das sind oft Kleinigkeiten, wo man komplett abstürzt. Weißt du, nur ganz kleine Kleinigkeiten. Und das muss man wieder ins Gleichgewicht bringen. Genau. Das muss immer ganz schnell ins Gleichgewicht bringen. Diese stoische Ruhe anstreben, das ist umso mehr diese Gleichgültigkeit gegenüber alles und jedem in dir wächst. Das ist natürlich immer wieder die Gleichgültigkeit, hast eben, das erfordert, ist keine Einseitigkeit. Gleichgültig ist, dass das genauso wichtig ist wie das, aber dass sich das widerspricht. Ja. Und dass es immer nur Gleichzeitigkeit sein kann. Ja. Darum ist ja dieses Gleich beginnt mit GL. Unser GL ist das geistige Licht rot geschrieben, aber blau wird es zur Welle. Ja. Und die Welle führt uns natürlich sofort wieder zu den Zylinder, den ich schon einmal in einem Selbstgespräch an, zu einer unendlich großen Fläche. Jetzt machen wir unseren Strich, dehnen wir einfach nochmal eine Dimension dazu flach. Ja. Aber es ist immer diese unendlich große Fläche hat einen Hintergrund. Ja, hat er. Das heißt, du musst das Symbol verstehen, das rot immer rot geschrieben. Ja. Wie kann ich mir was vorstellen, was ich mir nicht denken kann? Weil alles, was du dir vorstellst, ist was Existierendes. Immer dran denken, es geht von den materiellen Sachen, von den harten Körpern, von den schweren Sachen, geht es bis zu einem feinsten Hauch von Information. Ich mache immer gern, wenn ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich habe Hunger. Der Auslöser für diesen Gedanken, der Reizauslöser, ist bloß ein Gefühl. Dieses Gefühl Hunger. Wenn dieser Reizauslöser nicht da wäre, würdest du dir nicht denken, ich habe Hunger, dann wirst du in Bewegung gesetzt. Ja. Was macht man beim Hunger? Man will was aufnehmen. Die Schwierigkeit ist, dass man meint, man kriegt es von außen. Das ist ja noch so schön in der
In der jetzt ausgedachten Embryonalentwicklung eines Tropfnasenaffen, wenn sich das Ei teilt, in 2, 4, 6, da haben wir ja unsere Hymenidie hochgeht, dass jetzt erst einmal klar sein muss, dann bildet sich sowas wie ein Fahrradschlauch, sage ich einmal. Das heißt also eine Röhre, die ein Innendal hat und dann reißt es auf und dann kommt dieser Embryo. Und du wirst dann feststellen, wo das aufreißt. Da ist die eine Seite über der After und die andere Seite über der Mund. Das heißt, in der Urphase der menschlichen Entwicklung, jetzt in diesen symbolischen Bildern, frisst du laufend das, was du scheißt. Ja, richtig. Was soll dir das sagen? Dass du letztendlich alles, was du dir ausdenkst, musst du wieder zurücknehmen. So ist es. Aber da ist jetzt die Schwierigkeit, dass der Mensch dazu neigt, bei den vielen Sachen, die er sich ausdenkt, dass er mal sagt, ich habe nichts damit zu tun. Ich sage immer wieder, das ist so unendlich geistlos. Ein Denker, der behauptet, er hat mit seinen Gedanken nichts zu tun. Wenn ich jetzt an die Erdkugel und an das heliozentrische Weltbild denke, wo kommt denn dann das her? Aus mir. Einfach so. Du erschaffst es doch in dem Moment, wo du es denkst. Ja. Wie geistlos ist es, wenn einer glaubt, der hat damit nichts zu tun. Und jetzt schau deine Menschen, was deine Menschen glauben in deinem Traum. Das ist ein Spiegelbild noch von deinem Glauben. Absolut, habe ich gerade gedacht. Weil du denkst dir doch die Menschen genauso aus wie das heliozentrische Weltbild. Dann wäre es wohl nicht richtig inspiriert. Alles, das sind die Sätze, darum wiederhole ich die gebetsmühlenhaft, weil du dir eingestehen musst, in deinem Alltag sind die sofort wieder. Und die Kunst ist, das Leben ganz normal als Brüssel weiterzuleben, aber sich jeden Moment, absolut jeden Moment bewusst zu machen, was in einem selbst sich abspielt, wo es herkommt, warum es sich umformt. Ja, das ist Erleuchtung. Das ist Erleuchtung. Nur dieses Wissen ist Erleuchtung. Jo. Der das weiß, hat vor nichts und niemandem mehr Angst. Der genießt dieses Spiel, wie ich immer wieder sage, jetzt in meiner einfachen Metapher, du kannst jetzt in diesem Zustand, wie ein Zuschauer, der ja abgekoppelt ist von den Filmen, die er anschaut, einen Liebesfilm genießen. Du kannst aber auch einen spannenden Krimi und einen Horrorfilm genießen. Und die Dinge gibt es ja nur, weil es Verbrecher gibt. Oder weil es Monster gibt oder was auch immer in den Horrorfilmen. Wenn du irgendwas nicht haben willst, diese unendliche Arroganz der Einseitigkeit, das ist ein Produkt der Religionen, die natürlich ganz bewusst von mir erschaffen wird. Du hängst in dem kleinen Gefängnis der Logik deines Schwamminhalts, den du dir nicht raussuchen konntest, bis du diese absolut allumfassende Toleranz kriegst. Dann hast du dich erhoben. Das ist mein Dassenbeispiel. Dass du zuerst einmal erkennst, dass wirklich jeder Recht hat. Egal, was er äußert. Das ist, wenn ich sage, egal, was passiert, es funktioniert. In den letzten Gesprächen, wenn ich sage, wenn jetzt an einem Fernseher oder an irgendeinem Elektrogerät die Sicherung durchbrennt, dann funktioniert es ja nicht mehr. Aber das wiederum ist eine vollkommen logische Funktion, weil würde die Sicherung kaputt sein und er würde trotzdem noch weitergehen, der Fernseher. Das wäre falsch. Okay. Cool. Es funktioniert bloß nicht so, wie du das haben willst. Ja, ja. Oder wenn dein Computer eine Programmänderung kriegt, wir nennen das einmal einen Virus, ja, dann macht er genau das, egal was der Virus ihm aufzwingt. Das ja, genau, ist immer hundertprozentig richtig. Logisch. Er macht bloß nicht mehr das, was du meinst, dass er machen müsste. Und jetzt passt dich an das an, dass alles immer perfekt funktioniert, auch wenn du krank bist, wenn du ein Wehwehchen hast. Das hat alles seinen Sinn. Ja, genau. Jetzt ist natürlich schon wieder der Fehler, du müsstest jetzt sofort Vedo sagen, ich kann ja gar nicht krank werden. Jetzt pass auf, ich wechsle die Ebenen. Erstes Problem, wenn ich sage, ich werde krank, denke ich jetzt an meinen Körper, der nicht mehr so funktioniert, den ich mir ausdenke? Oder meine ich den Geist? Wenn ich sage, ich kann nicht krank werden, falsch, du bist ein Adam, du bist krank. Ja, du bist krank, was da rausschaut. Das Weltliche. Ja, verstehe. Die Krankheit ist das Weltliche. Das Weltliche. Aber es geht nicht darum, dass du das Weltliche abstellst, weil dann würdest du dein Leben abstellen. Genau. Also bin ich immer krank. Und gesund. Richtig, ist krank also, was Positives oder Negatives? Frage in der Kategorie 2. Das ist jetzt ungefähr so, wenn ich jetzt sage, wir machen mal das Bärchen, um das leicht darzustellen, Sonnenschein und Regen. In dem Moment wäre jetzt der Regen, meinetwegen, wir setzen mal den Regen als Krankheit. Hm. Ist jetzt der Regen was Böses? Wenn die Gesundheit der Sonnenschein ist, wir können das übrigens austauschen. Du wirst jetzt merken, wenn du den Gesamtkomplex jetzt in deiner Vorstellungswelt von Wachstum ja, Natur siehst, ja, kann ich nicht sagen, der Sonnenschein ist gut oder böse oder krank ist gut oder böse. Okay. Beides zusammen ist wichtig für diese Lebendigkeit. Ja,
Ich kann ja nicht sagen, der Berg, der Wellenberg ist wichtig, aber das Tal hat keine praktische Bedeutung. Das macht die Naturwissenschaft, indem sie einfach schlichtweg vergessen haben, das habe ich zigfach erklärt, wieso das in der jetzigen Märchengeschichte unserer Zeitgeschichte passiert ist, mit dem Wurzelbegriff. Wurzelbegriff ist immer 0. Wenn man ganzheitlich sieht, vollkommen ausgerechnet. Wurzel 9 ist plus 3 minus 3. Das wiederum zusammengefasst ist nichts. Weil die Wurzel selber die Nulllinie ist. Das ist ein doppelt aufgespannte verbunden im Kopf. Doppelt aufgespannt ist W, verbunden im Kopf, rot geschrieben. Ja. Das ist Wurr. Und dann haben wir unser Zell. Das wirft jetzt Schatten auf. Danke. Das kann man natürlich auch vielfältig wieder lesen, anders, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Ja. Die Geburt von Licht. Genau. Das heißt, das, was du Licht nennst, sind eigentlich Schatten. Die Sonne auf der Leinwand ist in Bezug auf die auf einen Diaprojektor. Die Sonne auf der Leinwand ist keine Schatten. Lichtquelle, sondern ein Schatten in Bezug auf die Lampe im Projektor. Absolut. Das sind so simple Beispiele. Und das ist, ich kann immer wieder die Leben, die ich durchlebt habe, wo ich versucht habe, sein Lernprozess, irgendwelchen Gedanken von mir was zu erklären. Du wirst irgendwann so apathisch werden, wie ich, die sind mir vollkommen gleichgültig. Was mir nicht gleichgültig ist, ist der, der das Leben erlebt. Und ich biete jeden an, das anzunehmen. Die Masse macht es nicht. Breit ist der Weg der Masse. Wieder besserem Wissen. Sie halten sich lieber an ihren eigenen Wahn fest. Das ist einfach die Selektion. Es ist immer wieder die Natur, wo ich sage, mit Samen. Mhm. Menschliche Samenfähnchen, vom Mann die Samenfähnchen, ein Ei, unendlich viele Menschen, göttliche Samenfähnchen, eine einzige Erdkugel. Du genau. musst eins werden mit der Erde. Das ist das erweckte Wissen. Erde heißt erwecktes Wissen. Du musst einst werden mit deinem erweckten Wissen. Ja. Ich weh Erde. Ja, ich weh Erde. So, was werde ich, wenn ich das jetzt bin? Dann bin ich die Wurzel. Ja. Plus, Minus. Zwei Ergebnisse. Weh Uhr, doppelt aufgespannt, verbunden im Kopf. Jetzt komme ich in den Punkt, der nicht denkbar ist, der gewusst werden kann, aber nur vom Geist. Ja. Und das ist jetzt so eine Sache, auch bei Andrea kann ich sagen, das habe ich vor 20 Jahren schon erzählt, du kommst dann an einen Punkt, wo du langsam zu verstehen anfängst. Das ist dann jenseits der Worte. Das ist was anderes, wie das jetzt ist das intellektuelle Wissen so weit durchschaut, dass man es wieder vergessen kann. Und dann kann ich höhere Sachen spielen. Genau, du kannst jetzt alles nachher vergessen. Sonst spielen wir im Alltag unsere Brösel. Das ist einmal das Allererste, was wichtig ist, zu lernen, sich über nichts und niemanden aufzuregen und von nichts und niemanden Angst zu haben. Da hast du genug zu tun. Sein. Liebe werden, die Liebe selbst sein, nicht sein. Irgendwas lieben, was du dir ausdenkst, sondern selbst die Liebe sein. Und das dann verkörpert leben. Deswegen wird man kein Weichei und du musst auch nicht jeden in den Arsch kriechen. Du musst in deiner Personifizierung auch nicht die Meinung von anderen Figuren mit Menschen vertreten, aber du musst akzeptieren, dass ihre Meinung genauso mit dieser Logik gesehen genauso richtig ist wie die eigene. Genau. Dann wirst du dann mal diskutieren. Dann kannst du immer wieder mal kurz ansprechen und dann merkst du schon, wie die Leute reagieren. Und wenn keine Neugier da ist auf was Neues, lass das einfach, ändere das Thema und red wieder Schnickschnack-Geschichten. Aber es wird mühselig. Aber das muss ich dir ja nicht sagen. Da wirst du ja laufend damit konfrontiert. Oh. Man muss auch mit diesen Schnickschnack-Geschichten umgehen können. Das ist das, ja. Da bin ich gerade dran. Die Charaktere bleiben die Charaktere. Das ist dieses berühmte Luthersche, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das kann jeder behaupten. Jeder kann das für sich in Anspruch nehmen, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ja. Du hast so wenig Einfluss drauf, wie du Einfluss drauf hast, wenn du in den Spiegel schaust, wen du dann siehst. Das macht dein Programm. Das vorm Spiegel und hinterm Spiegel ist eine Illusion. Du bist dieses Rei. Der Kopf des Schöpfergottes. Und du spannst jetzt schon wieder, du denkst dich selbst vor dem Spiegel und siehst dich dann hinterm, was eigentlich im Spiegel drin ist, aber der vorm Spiegel, das Ausgedachte um dich herum, raumzeitlich gesehen, ist auch in dem Spiegel, in dem Kopf. Im Spiegel. Das ist der rote Kopf. Genau. Weil der sich nur aufbläht. Klein, groß, Pläne, relative Sachen, alles vom Ende. Der Rest, alles ist gut. Dann sitzt man da wie bestellt und nicht abputzt, sagt der Udo immer. Genau, nee, dann, deshalb arbeite ich immer noch. Und mich freut das, wenn ich jetzt arbeite, da festigt sich das, weil ich ja immer nur Selbstgespräche führe, egal ob ich jetzt ein Buch lese mit dem Udo rede oder sonstiges oder mit irgendwie. Ist ja egal.
Und dadurch festigt sich das. Und da findet dich der Tod nicht. Das muss ich bestätigen. Und deshalb schreibe ich und mache noch vieles. Dass Ja, mir na, einfach das immer, deine Neugier, lass es, passiert ja in das dir. Interesse. Aber immer dran denken, das Interesse ist das innere Sein. Ja, Immer dran Inhalt. denken, es ist vorläufig. Es ist auch Wissenskomplexe sind vorläufig, es sind wieder Puzzlestücke von noch größeren Bildern. Ja. Es sind immer wieder Einzelteile, die wir zusammenfassen in der Chat. So ist Das es. Chatting habe ich schon gesagt. Ich rede so oft von dem Chatting. Chatting Besser. ist, wenn du an etwas denkst, ohne an was zu denken. Wenn du jetzt oft in der Schule bist und sagst, ich fahre jetzt heim, heim, Na ja. dann ist nur dieser Moment, dir kommt der Gedanke, ich fahre jetzt heim oder ich muss noch was einkaufen. Und da denkst du für einen Hauch an den Supermarkt. Aber ist der Supermarkt, das Wort Supermarkt als Ding? Set. Es ist nur Chat mit unendlich vielen Bildern. Und dann fokussierst du dich rein. Was brauche ich noch? Milch. Ich brauche noch ein bisschen Weltliches. Ja, also ein bisschen ländliches. Es ist dieses, steckt ja in dem Hallo. Milch wieder drin, wenn wir es hebräisch nachschauen. Das Weltliche. Milch gab ich euch zu trinken. Weil ihr Jetzt die wieder feste zwei. Speise, achte mal wieder jetzt, was jetzt passiert, wenn ich weiß, dass das hebräische Wort Milch eigentlich das Weltliche heißt. Weißt du, ja? Jetzt klingt es, wenn das einer nicht weiß, ich mache jetzt das, ich weiß, du weißt es, aber ich erkläre es ja nicht der Andrea, den Andrea-Programm, sondern dem Menschen, der jetzt irgendein gewisses Leben lebt. Ich erkläre es nicht den, der vom Computer sitzt, sondern den Geist, der jetzt einer ist, der vom Computer sitzt. Irgendeiner. Dann machen wir jetzt ganz einfach nochmal die Milch. Wenn ich jetzt, das ist das hebräische Wort für Milch. Alle. Da haben wir jetzt einmal das Melken ist da noch mit drin, der Teig. In Elken. Ich würde nicht auffächern. Jedes Wort können wir jetzt auffordern. Was jetzt wichtig ist, dass das Koll alleine heißt weltlich, unter anderem. Ja. Und dann haben wir die Polarität, dann haben wir unsere Welle schon, die weltliche Polarität im Außen. Weil Ja. das B am Ende immer außerhalb ist. Steht hier unten. B am Ende außen, außerhalb, polar, polar, die Gedankenwelt. Das ist ein kollektives Licht, das ist hier blau geschrieben. Dieses Ja. kollektive Licht, das beginnt erst einmal mit einer Vorstellung eines heliozentrischen Weltbildes, an das du zurzeit glaubst. Wenn du nicht gerade ein Hohlweltkugel-Anhänger bist oder ein Flat-Earther-Anhänger bist. Okay? Und das Koll Ja. alleine. Das ist dieses kollektive Licht, das kann man durch Rot und Blau schreiben, aber wir bleiben ja im Blauen, also im Ausgedachten, in der ausgedachten Welt. Ja. Das ist profan, können wir jetzt das lateinische Wörter wieder nachschauen. Die Vormauer, Ja. das ist deine VR-Brille. Ja. Das ist weltlich, das erscheint dir weltlich dreidimensional. Genau. Jetzt pass auf, interessant ist, dasselbe Wort heißt auch Beben, weil das unterliegt ja einem ständigen Wechsel. Ja. Okay? Die Polarität ist eigentlich eben. Ja. Im Ebenen kann ich auch lesen. Dann haben Ja. wir das Geld, was für dich gelten tut. Da haben wir schon das Gall, die Welle. Ja. Okay, und das erzeugt ein vor Angst Zittern. Ja. Warum entsteht Angst? Weil du dich selber als ein Ding in der Welt denkst und das ist alles vergänglich. Genau. Und jetzt kann ich nochmal den Satz bringen. Milch gab ich euch zu trinken, Ja. weil ihr die feste Speise, das heißt das Unbewegliche, Ewige, noch nicht versteht. Dann kriegst du zurzeit die Gedankenwellen. Genau, da können Sie Es ist dir. ein Anpassungsprozess, dich dahin zu führen, was du eigentlich bist. Ja. Und festige das in dir. Und das darf jetzt nicht der Fehler passieren. Und jetzt mache ich ganz gezieltes Andrea-Programm. Ich denke mir meine alte Programm. Ich weiß ja, ich weiß ja. Und dieses Ich war sehr stark früher die Andrea. Bis du dann immer wieder deine Prüfungen kriegst, bis ich dir dieses Ego rausprügel. Der das Wissen von der Andrea weiß, und ich sage immer wieder, ungeachtet, ich kann jetzt viele andere Namen auch nennen, aber jetzt habe ich halt gerade das Gespräch als Pixel vom Pixelmännchen zum Pixelmännchen. Ich sage immer wieder, es gibt wenige, die den reinen theoretischen Wissenskomplex Holofeeling so studiert haben wie die Andrea. Aber was nützt dir das in dem Alltag als Brösel, dass du lebst, wie oft du abstürzt wegen Kleinigkeiten? Dann Spaß dann das Leben noch mit dir. Ich habe jetzt absichtlich gesagt, dann Spaß das Leben dir mit Krankheiten, wo du gestraft wirst ohne Ende. Das sind keine Strafen, die erzeugst du selber. Du bist der Richter über alles und jeden und all deine Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst. Das, Genau. was du dem Nächsten tust,
Im Positiven wie im Negativen tust du dir selbst, weil du all diese Rollen machst. Genau. Muss man natürlich aber immer wieder im Bewusstsein sich behalten, dass du das ja nur den Geist tust, der das erlebt und nicht der Figur. Jetzt könnte ich wieder sagen, wo waren jetzt die ganze Zeit Nicherkinder? Es haben keine Nicherkinder existiert. Es haben keine Hühner existiert in Hühnerfarmen. Jetzt, wo ich Worte spreche, tauchen die in dir auf. Ja. Und du meinst, die leiden. Ich sage, in dem Moment, wo du Nicherkinder denkst oder irgendwelche arme Kinder dir ausdenkst, die entstehen, weil du sie denkst und die werden sich so fühlen, wie du denkst, dass die sich fühlen. Aber jetzt ist die große Frage, das sind doch jetzt hundertprozentig sicher bloß Gedanken. Jetzt denken wir uns Tierfarmen, wo Massentierhaltung. Wo hat es jetzt das die ganze Zeit? Es hat nicht existiert. Das ist hundertprozentig sicher. Erinnere dich, was ich gerade gesagt habe. Der zweite in dir, das erscheint ihm unlogisch. Und du wirst jetzt dieser falschen, trügerischen Logik mehr vertrauen, wie das, was ich dir jetzt sage, was du sofort überprüfen kannst. Ich behaupte, es hat die ganze Zeit nicht im geringsten irgendein leidendes Tier, eine Massentierhaltung oder irgendwelche hungernde Kinder existiert. Die existieren jetzt, weil ich Worte spreche und du denkst jetzt nicht. Aber das sind Gedanken. Gedanken von dir können nicht leiden. Und da ich dich sprechen höre, sind das ja meine Worte. Alles. Ich sage immer wieder, alles, was der Udo ist jetzt eine Figur in deinem Traum, das sage ich in jedem Vortrag. Alles, was der Udo dir erzählt, erzählt dir eine Figur, die jetzt in dir auftaucht. Es erzählt dir nicht dieses Pixelmännchen, auch nicht der Gedanke eines realen Udos und schon gar nicht dieser Lautsprecher, weil die nichts wissen. Es ist dein Wissen, das ich dir mitteile. Ich behaupte, ich bin du. Keiner ist mehr du wie ich. Das wollte ich sagen gerade. Das, was du bisher als ich bezeichnet hast, ist eine winzige Facette von dir, einer von unendlich vielen Bröseln und von dem Brösel wiederum. Den Brösel kann ich jetzt erst einmal als Mensch setzen. Und du musst irgendwann einmal begreifen, dass das Brot mehr ist wie der Brösel, der von diesem Brot abstammt. Genau. Aber das Brot wiederum, wenn man weiß, dass Rot Adam heißt, heißt es, es ist alles im Adam. Und der Adam ist der erste Mensch, rot geschrieben, wo sich das Nichts, das ich UB nenne, sich selbst erschafft als Adam. Genau. Der das dann in der Personifizierung symbolisch in deinen Märchengeschichten erstmal sich verwirklicht hat, das war dieser Christus als Märchenfigur Jesus von Nazareth. Ja. Wobei ja natürlich dann hier ganz interessant ist, dass unser Nazareth, das kann man auf verschiedene Art und Weise schreiben, da haben wir schon Enzur. Das heißt, jetzt wird er zu einer Form, Nazareth. Das wird aber, gibt es mit zwei Schreibformen. Das Z wird einmal mit einem Zade geschrieben und einmal mit einem Sain. Das können wir jetzt wieder alles nachschauen. Ist natürlich auch alles richtig, sobald ich was anspreche, weil wir ja sehr viele Möglichkeiten haben. Das ist der Mann aus Galiläa. Ja. So nennt er sich in der Märchengeschichte. Ja. Aber Galiläa ist der Mann, der zu Wellen wird. Ja. Galiläa ist nämlich die Welle. Das ist die Welle. Es sind Bilder, die aber letztendlich abhängen von diesem Programm der Vordersprache im Hintergrund, so wie ein Computer funktioniert. Und das ist jetzt ganz interessant, dass das deine Aufgabe ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, da müssen ja Wissenschaftler das untersuchen, ich habe ja keine Ahnung, dann musst du zuerst einmal all diese Bücher lesen, dass du diese Wissenschaftler weißt, dann kannst du das endlich erweitern und richtigstellen. Und weil du da unendlich lang dazu brauchen wirst, um das alles zu machen, wirst du zwangsläufig, bevor du es nicht verstanden hast, so lange lasse ich dich am Leben. Das heißt unendlich lange. Ein Prozess ohne Anfang und Ende. Und wenn jetzt sich wieder der zweite in dir einmischt, dann ist das alles vollkommen blödes Geschwätz, was jetzt dieses Pixelmännchen von sich gibt. Selber schuld. Ja, selber schuld. Es ist, du bist ein Auserwählter. Das ist das Einzige, was ich dir sage. Du bist der einzige Auserwählte. In deiner Welt bist du der einzige Auserwählte. Alles andere als Trockennasenaffe bist du eine Figur, die du dir ausdenkst. Du denkst dir auch alle anderen Trockennasenaffen aus. Aber diese Trockennasenaffe, der jetzt in deiner Welt, bist du der Einzige, der mich interessiert. Natürlich der Geist, der diese Rolle spielt. Dass derselbe Geist auch die anderen Rollen spielt, aber das sind komplett andere Leben. Das sind andere Bücher. Programme unter Programme und so weiter. Genau so ist es. Das musst du mal durchschaut haben. Das Schöne ist, du musst dir keine Angst machen, dass du was verkehrt machen könntest. Nö. Entweder machst du es richtig, alter Satz vom Udo. Wenn du immer alles richtig machst, wächst du nicht, dann lernst du nichts mehr, weil lernen tut man durch die Fehler.
das, was dir momentan zur Vervollkommnung fehlt, was du in der Regel massiv bekämpfst oder wo du nichts damit zu tun haben willst, das sind genau die Teile, die dir fehlen, dass du wieder den Zustand einnimmst, den du am Anfang dieses Spiels gehabt hast. Ja, Das verstehe ewig ich. dauert. Ewigkeit ist jetzt. Jetzt mache ich ganz kurz nochmal diese Einstein-Formel, dass Energie, das heißt Geist, wird ständig in eine andere Form von Geist umgewandelt, ohne dass er sich dabei selber verändert. Die 200 Gramm rote Knete oder den Computer, wo man immer neue Programme einspielen, immer die Software und die Betriebssysteme erweitern, dass die Darstellungsmöglichkeit immer mächtiger wird. Und da ist der momentane Stand, ich kann es nicht oft genug sagen, dass diese gigantische Welt, die du zurzeit erleben kannst, auch sinnlich wahrgenommen, auf deiner VR-Brille mit Gefühlen, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, wo ich dich hinführe. Genau. Eine Schimmelpilzkolonie, sage ich einmal. Ja, so, das ist mir Also bewusst. versuch es bitte nicht mit deinem jetzigen Intellekt zu fassen. Lass es einfach geschehen. Kannst. Lass das Pferd, auf dem du sitzt, einfach machen. Ja. Halte dich gut fest und der Rest passiert von alleine. Genau. Das war jetzt das Wort zum Das Sonntag. war jetzt das Wort zum Sonntag. Und dann werde ich dir feste Speise zu essen geben. Und das Ganze ist dann ein Fest. Und dann feiern wir miteinander kräftig, weil wir es geschafft haben. Wobei wir ja immer alles schaffen. Erschaffen. Erschaffen. Genau genommen eigentlich schöpfen. Schöpfen. Wir schöpfen aus. Erschaffen du nur Affen. Ja, Bist weil das mit. bewusste Denker. Genau. Bewusster Geist schöpft Ja, wir aus schöpfen sich selbst aus heraus. sich selbst heraus. Und darum haben wir in den Affen im Erschaffen haben wir die Affinität. Genau so. Das machen Affen. Aus der Logik Schöpfen heraus. ist mir die Vollkommenheit. Ja, Kleines. Es war schön, dass du mal wieder an mich gedacht hast. Jetzt schauen wir mal, ob das was geworden ist und dann lassen wir dich in anderen Formen partizipieren. Gut? Melde Jo. dich wieder. Ich freue mich drauf. Ich auch. Ciao. Ciao.